Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Projekt auf meinem Channel. Und zwar, wie ihr es sicherlich gelesen habt, sonst hättet ihr wahrscheinlich auch nicht draufgeklickt, außer ihr seid neugierig geworden. Ach ja, ich bin im Übrigen der Ankatheis und da ist eine Menge Text im Bild und das könnt ihr euch dann auch mal vorlesen, selber vorlesen. Also das Spiel, worum es sich handelt, ist Mirror's Edge Catalyst oder Catalyst oder wie man das auch immer ausspricht. Der Reboot vom ersten Teil, den findet ihr im Übrigen auch noch auf meinem Kanal. Ich habe ihn auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr euch mal das für PS3 nochmal angucken. Dies ist der PS4-Teil mit Faithy. Faith, ich hab Angst. Viel Spaß beim Intro. Ich laufe für Sie, Dogen. Aber Noah darf nichts davon erfahren. Du schuldest mir eine Menge Geld, Faith. Ich erwarte, dass du dein Versprechen einhältst. Faith! Kat! Wo seid ihr? Jeder neue Tag birgt eine Chance. Sie können sie vergeuden oder nutzen, um sich selbst und ihre Karriere voranzubringen. Als zukünftiger Mitarbeiter eines Unternehmens Ihrer Wahl sind Ihre Möglichkeiten grenzenlos. Nutzen Sie Ihr Potenzial. Der Schlüssel zum Erfolg sind harte Arbeit und unermüdlicher Einsatz. Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Talente einbringen. Letzter Tag, ne? Ich dachte, du bleibst für immer hier, Zecke. Arbeit wird belohnt. Oder hättest du gern noch mal 3 Monate? Faulheit bestraft. Es wäre so einfach. Persönliche Freiheit hat ihren Platz. Na los, gehen wir. Der Tag ist noch lang. Unsere Gesellschaft erwartet, dass jeder Mitarbeiter etwas zum Erfolg seines Unternehmens beiträgt. 12 Monate Haft, sowie weitere 9 Monate für verschiedene Fälle von Insubordination. Freilassung unter diversen Auflagen bewilligt. Also, wenn es nach mir ginge... Gesetze dienen ihrer Sicherheit. Achtet auf Regelbrecher unserer Methode. Sie müssen sich unverzüglich eine Anstellung suchen und werden ständig via Gridlink überwacht. Sollten Sie nach 14 Tagen noch ohne gültige Anstellung sein, werden Sie in einer Einrichtung in den Greylands überstellt. Verstehen Sie diese Auflagen? Lasst mich einfach hier raus. Harte Arbeit zahlt sich aus. Die Umkleide ist links, Zecke. Dogen lässt dich grüßen. Genieß deine Freiheit. Ja, wir genießen unsere neu gewonnene Freiheit. Und du bist ein komischer, hässlicher Vogel. Ich habe gerade Verfolgungswahn, der Bildschirm verfolgt mich. Sieht kacke aus! Ah, ich kann weiter. Wiedersehen. Ah, süße, süße Freiheit. Okay, wo jetzt lang? Hey, hier rüber. Vergiss den Bus. Komm mit. Okay. Und du bist? Ich bin Icarus. Noah schickt mich. Ach ja, dieses Projekt ist zu bringen. Behaupten. Vollkommen blind. Du musst dir einfach vertrauen. Hier, nimm das. Ich will von der Straße runter. Ein Beatlink? Aber... Leg es an. Es muss vernetzt und kalibriert werden. Noah brennt darauf, mit dir zu sprechen. Was zum Teufel? Komm schon, wir müssen weiter. Profil wird eingerechnet. Mitteilung, Hinweis. Die Mittel sind knapp. Was stimmt damit nicht? Ich glaube, ich habe einen Bug. Ich krieg Spam-Werbung. Oh, das hätte ich fast vergessen. Dein Gridlink muss ab.
Das verursacht die Interferenz. Und das sehen die Mitarbeiter ständig? Ja, du bist wohl nicht geläutert genug, um es zu genießen. Ich bin gar nicht geläutert. Das war's. Du bist raus aus der Tür. Ah, oh, danke. Mein Verschwinden wurde bemerkt. Wir müssen hier weg. Okay, darf ich vorher wenigstens noch was einstellen? Nämlich in den Optionen, nämlich die Audio, weil Musik. So. Speichern. Speichern mir die Optionen. Okay, ich lauf einfach. Wir nehmen einen anderen Weg. Wir treffen uns dann weiter vorne. Jawohl. Noah, sie ist draußen. Ich habe ihr das Speedlink gegeben und sie ist nicht mehr im Grid. Hey, bist du da? Ja. Noah? Es ist schön, deine Stimme zu hören, aber du musst weiter. Wir müssen K-Sec von deiner Spur abbringen. Das ist leichter gesagt als getan, Noah. Sie sind offenbar wild entschlossen, Fate aufzuspüren. Darauf sind wir vorbereitet. Faith, du musst es bald zu einem alten Lagerhaus kommen. Lass ein leichter Lager. Ja, wir haben sie kontrolliert. Nein, das ging nicht hin. Gib auf! Puh. Ich zeig dir, was Sache ist, du Arschloch! Und. Nice! Bautschi, Bautschi. Ich quere das Lagerhaus. Okay, ich bin drin. Lässt mir jemand sagen, was zum Teufel hier vorgeht? Nein. Sie wollten dich in einen Greyland Food Dome schicken. Also mussten wir handeln, Faith. Die Entfernung deines Gridlings macht dich zu einer Flüchtigen. Aber wir haben einen Plan. Folge dem Runner Echo durch das Lagerhaus. Icarus wird sich auf der anderen Seite mit dir treffen. Bis dahin sollten sie die Verfolgung auch abgeblasen haben. Ah ja. Vorausgesetzt, du schaffst es durch das alte Gebäude. Ach. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob die berühmte Faith wirklich so gut ist, wie alle behaupten. Natürlich ist die berühmte Faith so gut. Natürlich schafft sie das. Wie alle, Will. Oh, dein Beatling wird währenddessen kalibriert, Faith. Nice, nice, nice. L1 halten. Es wurde eine Großfahndung nach Phoenix Carpenter ausgerufen. Weiblich. Mal L1 halten. Hui. Wir sind doch ein bisschen hartnäckiger, als ich erwartet hatte. Phoenix Carpenter? Ja, Logan hatte sie mit einem gefälschten Gridprint ausgestattet, als sie geschnappt wurde. Ich habe ihn als Rückversicherung in ihr Beatlink übertragen. Aha. Er könnte uns später noch nützlich sein. Ja gut, dass das auch alles... Ich schätze, K-Sec meint es ernst. Wie im ersten Teil ist. Einfach weiter. Ah, ich habe fast mein rotes Echo-Dings. Wow. Ach, du kannst mich mal. Keinen Widerstand leisten, ich hau einfach ab. Die Stadt hat sich verändert, seit du geschnappt wurdest, Faith. Kruger Side greift jetzt selbst bei Bagatelldelikten rigoros durch. Aha. Ja, es ist im Moment bestimmt alles andere als leicht, ein normaler Mitarbeiter zu sein. Ich habe einer schon 100 mit ihnen. Aha. Sie haben sich vor langer Zeit für dieses Leben entschieden, Icarus. Control, ich habe Carpenter gefunden. Keine falsche Bewegung! Du kannst mich mal hier hintern. So. Den auch überspringen können. Toll. Er wollte einfach nichts aus dem Weg gehen. Und jetzt wissen sie, dass du hier warst. Ich hatte keine Wahl. Klar, wir müssen hier weg. Nimm besser einen anderen Weg zum Everdyne Tower. Wir trennen uns wieder. Lenken sie ab. Schaffst du es bis rüber zu diesen Rohren? Na doch. Gut. Dein Beatlink sollte inzwischen kalibriert und deine Runner Vision aktiv sein. Folg einfach dem Rot. Wir treffen uns dann beim Tower. Gehen wir. Ja, ja, das Rot, das kenne ich. Ich habe den Vorteil gespielt. So. Runner Vision activated. Oh, das ist neu. Kann ich ganz schnell? Nein, kann ich nicht. Ui, ui.
Mann! Das war knapp. Das war verdammt knapp. Bisschen zu knapp. Noah, ich lasse hier einen anderen Weg zum Tower nehmen. Kasek hat die Kreuzung abgeriegelt. Okay, gut. Sobald ihr da seid, habe ich eine Kleinigkeit für euch. Oh, Geschenke. Dave, du bist auf dem Weg zu einem Bürogebäude, das sich gerade im Bau befindet. Das ist ein guter Ort, um sie abzuschütteln. So. Ach, verdammt. Ich leiste so viel Widerstand, wie ich meine, dass ich leisten will. Alter, was ist... Ach, ich muss an der Wand lang. Oh, das ist Sommelobuski. Okay, wenn man ein bisschen düsig ist... Ich leiste hier auch gar keinen Widerstand. Ich laufe doch nur weg. Wo ist das denn bitte? Widerstand? Kasek hat gerade einige Einheiten im Everdyne Tower abgesetzt. Oder wir werden tödliche Gewalt. Tödliche Gewalt. Lauf zum Orion-Gebäude, Faith. Das ist ganz in der Nähe. Icarus, du triffst dich dort mit ihr. Bin schon unterwegs. Und weiter geht die wilde Fahrt. Schon gerade sagen, den Weg kenne ich doch. Suche nach einer Seilrutsche, die zum Orion-Gebäude führt. Juhu! Ich bin jetzt beim Orion-Gebäude. Gut. Sieh zu, dass du dort auch hinkommst. Einfach mal. Ja. Die Abkürzung klappt. Ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt. Ja, hast du. Zumindest vorerst. Wie es scheint, ist in 2 Jahren im Knast sogar noch besser geworden. Sieh jetzt zu, dass du das Orion-Gebäude erreichst. Jawohl, Chef. Zumindest bist du vor Sonnenaufgang her. Wer bist du eigentlich? Seit wann gehörst du zur Kabale? Seit etwa einem Jahr. Ich bin in ihr aufgewachsen. Also hör auf, mir blöd zu kommen. Du wurdest geschnappt und du hast nur eine Menge Sorgen bereitet. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich weiß genug. Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Bei Orion. Bin ich. Gemeinsam mit dem Neuen und seinem riesigen Ego. Schluss damit, alle beide. Uns gehen die Optionen aus. Der einzige Weg führt durch den Everdyne Tower. Und da Kasek dort ist, müsst ihr kämpfen. Icarus, lad die Kampfmörder für den Speedlink. Okay, erledigt. Gut. Faith, nutzt die Mord, um deine Kampffähigkeiten aufzufrischen. Ich hatte gehofft, es wäre nicht nötig, aber wir haben wohl keine Wahl. Keine Sorge, Noah. Ich schaff das schon. Weiß ich doch. Genau, wir schaffen das. Unsere Faithy, die kann das. Puff. 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 Ich kann von hier aus nachverfolgen, wie du dich schlägst, Faith. Lass uns das Puff. Hui, und weg ist er. Hui. Noch besser ist es natürlich, wenn du einen Gegner gegen einen anderen schleuderst. So erwischst du 2 auf einen Schlag. Oh. Und, haja! Puff. Gott, hoffentlich gibt's hier im Spiel keine Speedruns. Im Kasek-Funk ist es ein bisschen ruhiger geworden. Aber sie wissen, dass du da irgendwo bist, Faith. Und sie wissen auch, dass du durch den Tower musst, um zu entkommen. Könnten wir nicht die Straße nehmen? Wir gehen niemals nach unten, solange es sich vermeiden lässt. So. Hörst du ganz genau, Icarus? Ja, ich weiß. Ah, L1. Oh. Ach ja, der berühmte Tritt in die Eier. Netter Tritt. Oh ja, der Tritt in die Klöten. Sehr gut, Faith. Weiter so. Muss ich da... Ja. Vergiss nicht, deine Umgebung zu nutzen, wenn du angreifst. Mach ich doch. Mach ich immer. Ich bin echt überrascht, wie versessen sie darauf sind, Phoenix Carpenter zu schnappen. Wir können vermutlich von Glück reden, dass sie nicht wissen, wer du wirklich bist, Faith. Sonst stünden die Dinge noch weitaus schlechter. Wieso? Welchen Unterschied würde das machen? Lies dir einfach mal die Familiengeschichte der Kanas durch, Icarus. Aha. Dann weißt du, wieso.
Familiengeschichte, aber dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Echos. Aber was dich erwartet, sind echte Gegner. Unterschätze sie nicht, Faith.